Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Order 1886. Percival scheint seine Ermittlungen Wir sind fortzusetzen. immer noch hier in, naja, können wir sagen, das ist die Unser Bewährungsprozess ist billig. Tafelrunde. Sein Wegen dem Halbbruder hat es runden verhindert. Tisch, da steht schon Tafel und so. Ach, können wir mit ihnen interagieren? Ich fürchte, viele werden Bruder Percivals Insubordination langsam leid. Nee. Wenn jemand die Freiheit hat, die Autorität des Rates zu verfolgen, Kann ich überhaupt noch mit dann Leuten sind sie interagieren hier Bruder oder, Crane. nö? Wer sind Sie, dass Sie die Weisheit des Rates anzweifeln? Hallo. Ja, Lord Kanzler. Nö. Aber ich finde es cool, dass die halt auch alle reden. Und man ja auch zuhören kann. Ist ziemlich cool, finde ich. Hat man jetzt auch nicht in allen Spielen. Ich würde gerne rennen. Das ist mein Hauptanliegen. Wir haben sie machen Oh. lassen. Cool. Moment, Moment. Okay, doch nichts. Ja, ich dachte, jetzt wäre übelst bis cool an der Decke. Galahad kümmert sich zur rechten Zeit darum. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Wie Sie wünschen. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich verspreche eine angenehme und schnelle Reise über den Atlantik. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sir Lucan, wenn ich darf. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich, Sir. Alistair, du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist, für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lordkanzler zu Diensten sind? Du bist der Ritterkommandant. Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Eines, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Wie der Ritterkommandant es wünscht. Und wir gehen rein. Ausgezeichnet. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel. Aber mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material. Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Igraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général. Avec plaisir. Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Hm? Viel Glück und viel Erfolg. Viel Glück und Erfolg wünscht er uns. Auch im Filmgeschäft auch gelernt, Hals- und Beinbruch, wo man auch immer Hals- und Beinbruch wünscht. Ich meine, das sind wahrscheinlich ein paar Glückssymbole für Hollywood. Und wir sollen dem Tesla folgen. Welche Ich hoffe neuen mal, dass es jetzt Entwicklungen auch haben Sie der für mich? Tesla ist. Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Aber man muss sagen, schon ein sehr moderner Fahrstuhl. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lucana,
vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Oh mein Gott, ich kann es echt nicht glauben, dass es der Tesla ist. Um jetzt mal sagen, und jetzt nochmal der Satz. Um sagen, euch mal eine kleine Stunde in Geschichte zu erteilen. Tesla war wahrscheinlich der am meisten, wie kann man es aussprechen, unterschätzteste Wissenschaftler seiner Zeit. Er hat Unglaubliches erfunden, aber wurde eigentlich, selbst wenn er mal was Feines auf den Markt gebracht hat, eigentlich nur ausgebeutet und ausgeschlachtet, und die Ideen wurden von anderen als seine verkauft. Wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Der Mann ist ein Idiot. Ja, haben es mich gerade gesehen. Das war nämlich dieser Edison. Der hat grundsätzlich immer die Ideen von ihm, wenn sie gut waren, immer für seine verkauft. Und ja, es war halt ein... Dieser Edison war echt ein Arschloch, kann man sagen. Und da hat wirklich ziemlich viel auch wirklich Relevantes erfunden, der Tesla. Was haben wir denn hier? Ich auch nicht. Ich bin jetzt nicht so der Physiker. Vielleicht gibt es Menschen, die es jetzt wirklich irgendwie was anfangen können mit. Aber damit kann ich doch schon mehr anfangen. Kann ich das nutzen? Und warum kann ich einfach nicht rennen? Aber ich muss schon sagen, grafisch das Spiel wirklich eine Wucht. Ist nochmal eine ganze Ecke mehr höherwertiger als AC Unity. Was ja auch schon eine gute Grafik zu bieten hat. Also, haben wir hier... Können wir eigentlich irgendwo was machen? Und ich sehe gerade, die Folge nähert sich auch schon dem Ende. Was heißt, bis zum nächsten Mal und tschüss.